Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir zocken Limbo. Da liegt was. Wer ist das? Was ist es? Bewegt es sich? Beweg dich, kleiner Mann. Da ist er. Guten Morgen! Na, schön ausgeschlafen? Ja, wurde dann noch Zeit, mein Freund. So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Beziehungsweise nicht willkommen zurück zu Let's Play Limbo, sondern willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Limbo. Wir zocken das Ganze hier mit dem kleinen Typen hier. So, mit den Pfeiltasten steuern wir das Ganze. Escape. Da kann man hier ein bisschen was einstellen. Ja, so wird gespielt und so weiter. Hier so wird gespielt. Bewegen und Aktion ist mit Steuerung. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön und Spiel fortsetzen. So, wir müssen hier versuchen, irgendwie aus dem Wald herauszukommen. Und ist halt ein kleines Indie-Game mit dem Typen hier. Und ja, uns erwarten spannende Rätsel. Also, springen haben wir ja mit nach oben. Ducken können wir uns gar nicht. Und links und rechts laufen und halt Aktionen mit Steuerung. Und dann auch schon das erste Rätsel. Rätsel am Anfang sind relativ einfach. Also nicht wundern, dass ich so durchrenne. Aber schon leicht angespielt. Aber nur als ich das Spiel hatte. Guck mal, schwingen. Das ist gar nicht. Ja, nicht wahr. Ich gehe mal hier runter. Stopp. Dankeschön. Ich bin ein Frosch, ich bin ein Frosch, ich bin ein Frosch, ich kann springen. Oh, jetzt nur ein Boot fahren. Oh yeah. Mit einem Boot ohne Segel. Ich weiß gar nicht, wie schnell das so, wieso das so schnell fahren kann. So. Auf jeden Fall ein bisschen was zum Let's Play. Ich werde das wahrscheinlich in so 10 bis 12 Minuten Parts splitten. Also jetzt gar nicht, wie lange das Spiel geht. Wir hätten das mal Let's Play. Das Mirko hat das, glaube ich, mal Let's Play. Das habe ich gleich mal bei ihm gesehen. Das ging, glaube ich, keine Ahnung. 20 Parts oder sowas, ich weiß es nicht. Aber wir werden ja versuchen, das hier so gut wie möglich durchzustehen mit dem. Ah, wir können das Boot miteinander nehmen, sagst du? Tatsache. Das heißt, jetzt auf das Boot gleich drauf springen. Übrigens, wir haben so einen kleinen Gegner. Das ist, oh, er klettert. Das ist die, so eine Spinne. Nein, 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 nein. Nach oben. Ganz nach oben, mein Freund. Ja. So. So eine kleine Spinne. So eine kleine ist es ja nicht gerade, die ist relativ groß. Und die versucht zu töten. Ja. Da wir sind jetzt gerade irgendwie hier im Wald oder sowas, suchen unsere Schwester oder sowas, wie ich das mitgekriegt habe. Entfällt oder beziehungsweise wie ich das nicht mitgekriegt habe, sondern wie ich das mal so gehört habe. Ah ja. Robbt. Scheiße. Boah. Kopf ab. Nice. Ja. Und wir laufen immer durch unsichtbare Checkpoints, deswegen müssen wir das nicht ganz von Anfang wieder spielen. Zap, zap. Ja. Auf jeden Fall werden wir noch richtig viel Spaß haben und das sieht richtig gut aus hier. Tag. Ich habe schon ziemlich viele Videos davon angesehen, deswegen kenne ich einige Rätsel auch. Und so. Jo, das ist relativ einfach noch gewesen. Nachher kommen noch die relativ schweren Rätsel, wo es auch um Zeit geht. Ah ja. So, kommen wir hier unten. Oh, da ist ein Baumstamm.
Da kommt ein Felsen! Heiliger Mutter, what the fuck, Alter. War aber nicht gerade nett, ja? Arschloch. So. Aber ist schon ein relativ gutes Game, muss man schon sagen. Die Grafik sind zwar hier ziemlich easy gemacht, aber who cares? Ist irgendwie gut das Game. So. Nein, nicht draufsteigen, sondern runtersteigen. Denn im Wasser ertrinken wir übrigens, denn der kleine Mann ja kann nicht schwimmen. Wir müssen übrigens mal irgendwie einen Namen geben. Den Typ mehr. Ah, wie nennen wir den eigentlich? Das ist eine gute Frage. Schwingen können wir auch. Wir nennen einfach mal Günther. Das ist Günther. Das war schlecht, Günther. Das war richtig schlecht. Rede ich mal. Oh, so gut. Okay, er kann natürlich auch rückwärts springen, ist klar. Pro ist er. Ah, scheiße, ich muss höher. Ich muss höher. Wander. Ups, das da. Danke. So. Jump. 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 So, es geht jetzt relativ fix hier von der Hand. Und jetzt auch schon kennengelernt. Ganz gedöns hier. Darum geht's, glaube ich, jetzt das auch weiter. Wäre jetzt mir eigentlich gar nicht so ein Griff. Tatsache, darum geht's weiter. Secret oder was? Schwingen. Schwingen. Genug geschwungen. Upsala. Oh! Okay, wir können auch wieder Münzen einsammeln, soweit ich das so erkannt habe. Das ist richtig nice. Das ist ja ziemlich cool gemacht, muss man sagen. So. Jetzt kann man hier den Baumstamm reinschieben, der wird uns dann ans andere Ende des Wassers bringen. Schaffen wir das? Wir schaffen es. Sehr schön. Aber das wird auch geschafft. Und ich würde mal behaupten, dass die Folge schon... Nee, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. So. Oh, da oben ist das alles klar. Ich weiß schon, was wir da machen müssen. Denn jetzt kommt unser Gegner. Hallo. Boah, scheiße. Das habe ich jetzt nicht mitgesehen. Oh Gott. Du brutales Mistvieh. Ja. Was ist los? Ist noch nicht runtergefallen, okay. Wir müssen nämlich die Spinne dazu bringen. Habt ihr gehört? Schon fast runtergefallen da oben. Alles da. Müssen jetzt noch ein bisschen runterfallen lassen. Jetzt runterfallen. Sehr schön. So, dann jetzt müssen wir die Beine von dem Vieh abhacken. Das Vieh hat nämlich sehr, sehr gerissene Beinchen. Moment, ich nehme gerade noch auf. 2 Minuten. So. Komm. Na, da eben, schade. Verdammt. Das Rätsel will ich jetzt noch machen. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen, das Rätsel. Relativ einfach eigentlich. Aber der Gegner ist nicht so einfach. Warte. Verdammt.
schieb, 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 schieb. Hallo. Tschüss. Warten, 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 warten. Komm. Ja. Kaputt. Tschüss. Bis dich. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt auch dieses Rätsel auch noch geschafft und dann wenn ich mal die Folge. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschaußen.